Freistöße, die er von weit außen hineinfliegen in den 16er. Und dann unberührt von Stürmern oder Mitspielern oder Verteidigern den Weg ins Tor finden. Man hat sich einen Sieg gegen Uruguay erkämpft. In einem Spiel, in dem Schwächen aufgezeigt worden sind in der Defensive. In einem Spiel, in dem auch im Angriff noch nicht wirklich allzu viel gut gepasst hat. Aber der Einsatz hat gestimmt. Die Moral. Erstes direktes Freistoßtor der Österreicher seit 2004, das hier die Entscheidung bringt. Und wir hören gleich einmal einen der Österreicher am Spielfeldrand bei Christian Dietloffer. Bitte, Christian.